Trotz vollständiger Impfung infizierte sich Sängerin Patricia Kelly im Oktober ein zweites Mal mit dem Coronavirus. Nach einem klinischen Aufenthalt konnte die 51-jährige unbrekable Interpretin mittlerweile wieder in ihr Zuhause in Düsseldorf zurückkehren, muss sich jedoch noch ausruhen. Im Krankenhaus zog sie sich nämlich zu allem Übel noch eine Lungenentzündung zu. Im Gespräch mit RTL erzählt sie nun, wie schlecht es ihr wirklich ging, ich hatte sehr viel Angst. Es habe alles mit den typischen Symptomen angefangen, Fieber, Husten und Gliederschmerzen, erklärt der Kelly Family Star. Sie habe daraufhin einen Schnelltest gemacht, der positiv ausgefallen sei. Am nächsten Tag bekam ich kaum Luft und da habe ich wirklich hohes Fieber gehabt, führt sie aus. Ihrem Partner habe sie gesagt, dass sie wirklich Angst habe. Der habe sie daraufhin ins Krankenhaus gebracht. 3 Tage sei sie durch die Hölle gegangen, meldete sich Kelly damals im Oktober aus der Klinik. Das Foto zeigte den Ausschnitt eines Krankenbetts sowie einen Nachttisch, auf dem unter anderem ein Rosenkranz lag. Durch diese schweren Momente hätten ihr besonders Gebete sowie Beistand von Familie und Freunden geholfen. Patricia Kelly ist sich sicher, die Impfung hat sie gerettet. Zwischenzeitlich hatte es tatsächlich nicht gut ausgesehen, gesteht Kelly. Gerade ein Gespräch mit ihrem Arzt sei ihr besonders in Erinnerung geblieben, dann hat er ganz klar gesagt, Frau Kelly, es könnte ein milder Verlauf sein, aber es könnte auch zum Tod führen. Eine Situation, die auch ihrem Ehemann Dennis noch immer nahe geht. Ich konnte nicht mehr helfen und dann haben wir nur gebetet. Dann bist du dem Schicksal völlig ausgeliefert, dass dieser Fall nicht eingetreten ist, habe sie der Impfung zu verdanken, sagt sie. Ich bin sehr, sehr froh und erleichtert, dass ich geimpft bin, denn ich habe auch eine Vorerkrankung, erzählt die Sängerin, die somit zur Risikogruppe gehört. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute wäre, ohne die Impfung.